Ugo Rondinone, Akt in der Landschaft. Für seine erste museale Einzelausstellung in Österreich hat der multimedial arbeitende Konzept- und Installationskünstler Ugo Rondinone einen begehbaren Kosmos entworfen. Ja, gleich zum Anfang der Ausstellung Akt in der Landschaft von Ugo Rondinone nehmen die BesucherInnen 2x30 Poems in Empfang, also insgesamt 60 Gedichte auf zwei Wänden, Wortgedichten, an die man näher herantreten muss, um sie zu lesen, um ihnen zu folgen. Für Ugo Rondinone ist es aber nicht nur entscheidend, diese Gedichte zu verstehen. Vielleicht kann man sie gar nicht verstehen, sondern wichtig ist für ihn, dass sie das Gefühl ansprechen, dass sie den Blick der Besucher verlangsamen, dass der Besucher hier quasi schon entschleunigt wird, bevor er in den weiteren Teil der Ausstellung eintaucht. Alle Themen, die in dieser Ausstellung auftauchen, tauchen eigentlich auch schon in den Poems auf. Wir finden hier die Sonne, wir finden den Mond, wir finden den Blick durch das Fenster, wir finden die Landschaft oder auch die Stille. Und diese Idee von Zeitlichkeit und Stille, das wird sich durch die Ausstellung thematisch durchziehen. Rondinone komponiert hier ein komplexes Zusammenspiel einzelner Arbeiten aus seinen Werkserien, in denen Ideen der Romantik, des Erhabenen und der Vergänglichkeit anklingen, wie auch Leitmotive, die sein Werk seit 30 Jahren bestimmen. Figuration und Abstraktion, Mensch und Natur, Tag und Nacht oder Raum und Zeit. Ja, nach dem behutsamen Auftakt zur Ausstellung, den wir jetzt hier vor einer großen, monumentalen, zweiteiligen Arbeit aus der Werkserie der Landschaften, der Landscapes. Diese zweiteilige Arbeit heißt Two Standing Landscape with Sunrise and Sunset, also eine Landschaft mit einem Sonnenaufgang und die andere mit einem Sonnenuntergang. Es sind monumentale Arbeiten aus Erde, wirklicher Erde aus Österreich. Und diese Aussparungen, die auf den Landschaften sind, das ist vielleicht ein Hinweis, dass es vielleicht doch einen Bildcharakter hat, ist ein Sonnenaufgang und ein Sonnenuntergang. Diese zweiteilige Arbeit ist extra für die Ausstellung Akt in der Landschaft hier im Belvedere 21 entstanden. Die eine Arbeit ist 16 Meter breit, 4,50 Meter hoch und die andere Arbeit ist 18 Meter breit und 4,50 Meter hoch. Also riesige, monumentale Bilder, Skulpturen, wo das Individuum dann klein ist, sich klein fühlt, vielleicht einen ganz anderen Blick auf Landschaft hat.